Willkommen bei Mystica TV. Es gibt ein Thema, das in letzter Zeit aus meiner Sicht immer bedeutsamer wird in der spirituellen Szene, in der Therapeutenszene sowieso, aber auch in der Gesellschaft. Und das ist das Thema Trauma. Ja, sehr viel mehr Menschen sind auf irgendeine Art und Weise traumatisiert oder werden gerade traumatisiert oder es wird ihnen bewusst, dass sie damit zu tun haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute einen Gast hier habe, einen Traumatherapeuten, der in der Szene schon sehr bekannt ist, wo ich schon lange dachte, ich möchte ihn mal einladen ins Studio. Jetzt hat es geklappt. Gopal Norbert Klein, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas, grüß dich. Toll. Ich freue mich, dass du da bist und freue mich aufs Gespräch und auch selber noch mal einiges zu erfahren über Trauma. Ja, willkommen. Hallo Gopal, nochmal schön, dass du da bist. Ich will mal anfangen mit einem Zitat von dir. Wenn jeder Moment deines Lebens und jede Begegnung mit anderen Lebewesen ein einziges Mysterium ist, du für jede Sekunde dankbar bist und vor lauter Glück und Liebe nicht mehr zu bremsen bist, dann kannst du diesen Abschnitt getrost überspringen. Das ist also ein Artikel über Bewusstsein. Und da sind ja die allerwenigsten Menschen in dieser Fülle. Woran liegt das, deiner Meinung nach? Ja, das ist die zentrale Frage. eigentlich ist das die Natur, das, was du beschrieben hast, ist eigentlich unser Normalzustand. In der Gesellschaft ist das aber, wenn man das erfährt, was Besonderes. Und es zeigt einfach, dass wir als Gesellschaft weit vom Weg abgekommen sind. Und als Ursache ist meiner Ansicht nach eben das, was du genannt hast, worum es eben jetzt auch geht, ist Trauma. Ja. Trauma ist das, was im Kern unser Glück, unsere Zufriedenheit, unsere Beziehungsfähigkeit, all das, was uns Menschen ausmacht, torpediert. Und das ist im Wesentlichen ein biologischer Vorgang, über den wir keine bewusste Kontrolle haben. Das heißt, wir können nicht sagen, ich denke jetzt ein bisschen positiv und dann komme ich da in diesen Zustand rein, sondern dieser Zustand, der uns davon wegbringt, sozusagen, der ist durch das autonome Nervensystem gesteuert. Und das heißt, der autonome Nervensystem, weil wir es eben nicht direkt steuern können. Und das wiederum wurde verzerrt. Und diese Verzerrung, das ist das, was sozusagen uns von diesem eigentlichen normalen Glückszustand scheinbar trennt oder einen anderen Zustand hervorbringt. Und im Wesentlichen können wir sagen, die Ursache dafür, dass wir dort nicht sind, ist, dass wir als Kinder Beziehungen erfahren haben, Beziehungsmuster, die uns nicht erlaubt haben, bestimmte Aspekte von uns auszuleben oder auszudrücken. Es geht gar nicht so sehr um punktuelle, schlimme Ereignisse, sondern das, worunter wir insgesamt am meisten leiden, sind destruktive Beziehungsmuster. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Kind nicht aggressiv sein darf, dass es nicht Nein sagen darf, ne? Oder dass es Bedürfnisse nach Kontakt und so weiter, nach Nähe nicht äußern darf. Oder dass von den Eltern was Chaotisches ausgeht, dass also die Eltern unvorhersehbar aggressiv und dann wieder zugewandt sind. Also alle Konstellationen, die dauerhaft eine unsichere oder eine sichere Verbindung verhindern. Und das führt dazu, dass im Kind, im Körper des Kindes, es zu Anpassungsreaktionen kommt. Weil ein Kind in der Wachstumsphase braucht zwingend, der Organismus, die Biologie braucht zwingend ein sicheres Umfeld. Und das heißt primär eine sichere Bindung. Und wenn die eben nicht da ist, dann kommt es im Organismus des Kindes zu Notreaktionen. Und diese Notreaktionen sind nie eine Lösung, weil es dafür gar keine Lösung gibt, weil das Kind braucht zwingend eine liebevolle Umgebung. Es wird sich also auf die eine oder andere Form von dieser katastrophalen Erfahrung, dass es nicht ganz sein darf, abschneiden müssen, um sich stabil zu halten in der Entwicklung, um sozusagen nicht verrückt zu werden, ja, muss es Teile des Erlebnisraumes abspalten. Und es opfert quasi Erlebnisräume für die Stabilität.
Und dadurch kann es sozusagen weiter wachsen und kann diese Heilung auf später verschieben. Das sind alles Vorgänge im Organismus, das macht ja das Kind nicht bewusst. Macht der Organismus, um einfach weiter überleben zu können und sozusagen alles zur rechten Zeit dann später zu verarbeiten, wenn es glücklich läuft, ne? Wenn es gut läuft. Ja, genau. Also es geht darum, die Stabilität zu wahren, um quasi irgendwie möglichst stabil erwachsen zu werden. Mhm. Ja. Mhm. Und diese Anpassungsreaktion, das ist ja, wie gesagt, das ist eine Form von Trennung, von einer Spaltung nach innen, von meinen Erlebnisräumen und aber auch, das ist immer gleichzeitig eine Trennung und eine Spaltung von den Menschen. Mhm. Und das Kuriose ist jetzt eben, dass dieser Anpassungsvorgang, der mir als Kind das Überleben ermöglicht hat, der wird automatisiert im Nervensystem. Das wird zum Fundament unseres Lebens und später ist es das, was das Leben verhindert oder zerstört. Also das, was uns diese Pseudolösung, können wir ja dann noch sagen, genau klären, was das genau ist, aber diese Pseudolösung als Kind, um zu überleben, ist das, was uns später ruiniert, was uns aber ganz normal und automatisiert erscheint. Okay. Ja. Ja. Bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht noch eine philosophische Frage. Ist aus deiner Sicht, ist unsere Gesellschaft, sind viele Menschen, würdest du sagen, ist das eine Form von Krankheit? Oder man könnte es auch anders sehen, ist es eigentlich eine normale entwicklungspsychologische Tatsache, wo einfach viele Menschen auf diese Art und Weise erwachsen werden und dann gesunden können? Hm. Wie schätzt du es so ein? Ich benutze diese Kategorien gar nicht. Mhm. Ich würde einfach sagen, die Menschheit hat sich in eine solche Not gebracht, dass sozusagen die Generation, die Nachwuchs erzeugt, so massiv in der Not ist, dass sie quasi keine gesunden Beziehungsmuster an die nächste Generation weitergeben kann. Das heißt, die nachfolgende Generation, die übernimmt diese destruktiven Muster durch das, was ich gerade ein bisschen erklärt habe und gibt das dann ihrerseits weiter. Und das ist einfach so, wie soll ich sagen, der Fokus ist nicht da drauf. Ja? Wir bewegen uns immer drumherum. Wir versuchen, diese Notzustände irgendwie zu kompensieren, aber wir gucken nicht dahin, wie wir das auflösen. Und für dieses Dahinschauen braucht es ein Maß an Sicherheit. Und wenn zum Beispiel unsere vorhergehende Generation, da ging es mehr ums Überleben, die kann sich nicht leisten, dorthin zu schauen. Also die kann sich nicht leisten, da überhaupt den Fokus hinzulenken. Und unsere Generation jetzt hat mehr Sicherheit. Wir können uns erlauben, wir sind von dem puren Überlebenskampf vielleicht raus. Wir können uns erlauben, wir haben genug Sicherheit im System, um dahin zu gucken. Und dann wird es irgendwann eine Generation geben, die so viel Sicherheit hat, dass sie eben in der Lage ist, mit der nachfolgenden Generation darüber in Kontakt zu treten. Und das gibt es jetzt noch nicht. Das geht für die meisten nicht. Also es gibt noch keine Generation, es gibt keinen generationsübergreifenden Dialog über diese Dinge. Wir sind dabei, das jetzt zu versuchen, sozusagen auf gleicher Ebene, in der gleichen Generation herzustellen. Aber selbst das haben wir noch nicht wirklich hinbekommen. Ja. Und irgendwann wird es aber so sein, dass der Dialog generationsübergreifend ist und dann wird es nicht mehr weitergegeben. Mhm. Ja, und dann heilt sozusagen auch das, was in der vorhergehenden Generation nicht gelöst ist, kann dann mitteilen. Ja. Im Moment geht das nicht. Die meisten, die jetzt vor uns, also die Generation vorher ist nicht in der Lage, darüber in einen Kontakt zu treten. Und deswegen macht es keinen Sinn, dort irgendwie anzusetzen. Mhm. Das ist aber eine schöne Perspektive, ja, dass wir eigentlich in so Zeiten leben, wo wir allmählich uns gegenseitig Sicherheit geben können und uns unterstützen können. Und ja, ich sehe aber auch so, dass es allmählich erst beginnt, in einem größeren Feld auch bekannt zu werden. Magst du mal so ein bisschen über deinen Werdegang erzählen? Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Du hast jetzt wahrscheinlich auch nicht eine glückliche Kindheit und wo alles super lief erfahren. Und was war so dein Weg? Ja, also ich bin selber, habe ein schweres Entwicklungstrauma gehabt. Nicht jetzt in dem Sinne, da ging es nicht so um physische Gewalt, sondern einfach, das ist halt, das Zerstörerische muss gar nicht das sein, was wir uns vorstellen. Das kann zum Beispiel einfach nur Vernachlässigung sein. Ja? Mhm. Also, und solche Dinge habe ich erlebt und das hat einfach sehr viel Leiden verursacht. Und ich habe dann rumgesucht, wo kriege ich Hilfe? Und ich wusste ja auch gar nicht, was mit mir los ist. Ja? Also
ein typischer Aspekt von Menschen, die traumatisiert sind. Die haben keinen Kontext für ihre Situation. Die können nicht sagen, ich bin traumatisiert und ich brauche jetzt Therapie und dann hört das auf, sondern das ist wie, wenn man dauernd im Gefängnis ist, da kann man nicht sagen, ich bin im Gefängnis. Man muss zuerst mal kurz draußen gewesen sein. So hat mir der Kontext gefehlt. Und da habe ich rumgeirrt und rumgesucht und dann habe ich ganz viel Therapie gemacht. Ich habe alle möglichen Therapieformen durch, die man sich nur vorstellen kann. 20, 25 Jahre. Unglaublich, wow. Aber das hört dich schon beeindruckend. Da kennst du einfach alle Therapieformen. Und siehst wahrscheinlich auch deren Grenzen. Okay, aber ja, die Suche ging weiter. Ja, nicht nur Grenzen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh. Das hat überhaupt null gebracht. Wow. Okay. Also nur abgesehen davon, dass da ein Mensch war. Mhm. Aber diese ganzen klassischen Therapieformen, die verstehen nicht, was wirklich im Organismus von Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben in der Kindheit, was da vor sich geht. Und deswegen hilft das auch nicht wirklich. Ja. Und ich habe dann irgendwann eine Traumatherapeutin getroffen. Das war der erste Mensch in meinem Leben. Beziehungsweise vorher muss ich noch erzählen. Ich war dann, also habe Therapie gemacht und dann bin ich in die Spiritualität gegangen und habe Hilfe bei großen Lehrern gesucht. Bin rund um die Erde gereist, habe die ganzen großen Lehrer oder viele besucht, habe tolle Erfahrungen gemacht, fantastische Erfahrungen. Aber die haben nicht verstanden, was mit mir los ist. Und ich habe irgendwann verstanden, dass selbst die ganz großen Erleuchteten nicht verstehen, was mit mir los ist und mir auch nicht helfen können. Das habe ich irgendwann in der Tiefe auf einem stillen Retreat habe ich das begriffen. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ziemlich katastrophal ist, weil wenn mir nicht mal ein Erleuchteter helfen kann, ja, wo soll ich dann noch hingehen? Ja. So. Und dann habe ich eigentlich aufgegeben und habe dann aber irgendwie zufällig eine Traumatherapeutin in meiner Nähe gesehen, so ein Praxisschild. Da dachte ich, naja, gehst du jetzt einfach auch nochmal hin, bringt eh nichts, aber weiß nicht, was du sonst machen sollst. Bin ich dahin und diese Frau hat verstanden, was mit mir los ist. Der erste Mensch, der wirklich auf dem Punkt verstanden hat, was los ist. Und die konnte mir dann sagen, was mit mir passiert ist. Die konnte mir sagen, wieso das passiert ist, wie man da rauskommt und wie lange es ungefähr dauert. Mhm. Und so war es auch. Nach einem Jahr war das quasi, im Kern hat sich mein Leben gewandelt und seitdem ging es nur noch aufwärts. Mhm. Das heißt, cool. Dieser Shift, der in der Traumatherapie passiert, das ist ein grundlegender Shift, der auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ne? Schön. Und in der Physiologie heißt das einfach, dass der Körper aus dem Überlebenskampf rauskommt in den Zustand von Sicherheit. Mhm. Haben dir trotzdem diese spirituellen Erfahrungen, ich habe auch gelesen, du hast auch viel Satsang gemacht und magst nach wie vor einen Satsang, trotzdem auf irgendeine Art und Weise geholfen und profitierst du jetzt noch davon? Also kann man es wirklich so getrennt sehen, diese Satsang, diese Bewusstseinserfahrung, wunderbar, aber es gibt halt eine andere Ebene, die auch beachtet werden sollte. Mhm. Ja, diese Ebenen sind getrennt, das kann man sich wie, ich nehme dir mal das Beispiel von einem Haus mit 7 Etagen. Mhm. Ne? Trauma heißt, ich habe einen Wasserrohrbruch im Keller. So. Ja, schönes Bild. Ja. Klassische Therapie heißt im 3. Stock Möbel hin und her schieben. Ja, das ist ja super. Ja, und es schimmelt aber immer weiter nach oben. Ja, ne? Da kann ich da oben so viel hin und her schieben, wie ich möchte. Mhm. Und Satsang würde zum Beispiel bedeuten, oben auf dem Dachboden. Die Dachterrasse aufmachen und ins Licht reinfallen lassen. Ja. Das ist super. Ja, das ist, es ist eine. Es gibt einen erweiterten Kontext, dass noch mehr da ist, dass es noch jenseits was davon gibt. Mhm. Hoffnung, ja, nur das Problem ist, wenn man dann auf die Idee kommt, dass die Lösung dort ist, dann haben wir ein Problem. Und das habe ich halt auch lange Zeit geglaubt. Das sind einfach getrennte Ebenen. Ich kann die Dachterrasse immer weiter öffnen und immer weiter aufbauen und versuchen, mich da oben so oft aufzuhalten, wie es nur geht. Das Problem ist, wenn der Wasserrohrbruch im Keller nicht bearbeitet wird, dann schimmelt das alles langsam hoch, ja. Und das sind einfach wirklich getrennte Ebenen. Und ich muss einfach irgendwann da unten hin, und ich brauche einen Spezialist, der da das zumacht und repariert, ne? Kann ich nicht selber. Und wenn ich im 3. Geschoss da durcheinander habe, muss ich das auch zurechtrücken. Und man muss einfach alle Ebenen betrachten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie geschadet hat oder, ne? Das hat mir in dem Fall was gegeben. Die Therapien vorher, da ist es anders. Da habe ich nichts von gehabt und die haben teilweise Schaden angerichtet. Also um ein Beispiel zu nennen, ich hatte Ängste, soziale Ängste, ne? Und dann habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht
Und nach 3 Monaten hatte ich dann plötzlich eine Hundephobie. Hm. Das ist einfach nur eine Verlagerung. Und das Problem war, dass sozusagen die Hundephobie ist weiter weg von dem Problem. Das heißt, es hat einfach nur eine Schicht drüber gelegt und es hat die Lösung erschwert. Ja, ich verstehe. Ein anderes Beispiel, ein paar Jahre später habe ich noch eine Verhaltenstherapie gemacht. Und da ging es um Depression. Und ich habe die Therapie gemacht und nach ein paar Monaten hatte ich keine Depression mehr, aber ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Mhm. So, das Ergebnis ist dasselbe. Wir haben Kleister dazwischen. So, und das ist einfach hochgradig zerstörerisch. Das sind alles eigentlich nur Symptome, die da immer wieder bearbeitet wurden, aber gar nicht so die Ursache. Genau. Ja, sehr spannend. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, ich habe neulich mit Doris Eding auch mal ein Gespräch geführt, wo es auch darum ging, dass es gibt großartige buddhistische Meditationslehrer, die 20 Jahre tolle Arbeit leisten, aber trotzdem sind gewisse Traumata nie bearbeitet und das zeigt sich dann in gewissen Verhaltensweisen. Also man sieht, wie sehr das doch auseinanderhängt, ja. Weil der Glaube ist ja schon sehr groß, dass man denkt, boah, durch Meditieren löst sich alles, öffnet sich alles und so, aber so ist es wohl nicht. Okay, das werden wir später noch mal ein bisschen genauer betrachten, vielleicht sogar in meinem eigenen Gespräch, weil ich das sehr spannend finde. Aber lass uns jetzt noch mal das Trauma an sich anschauen. Du hast ja ein bisschen so erzählt, wie das beim Kind entsteht. Ab wann spricht man dann tatsächlich von einem Trauma und wie wirkt sich das aus? Also die klassische Unterteilung ist erstmal Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Was ich jetzt beschrieben habe, war eher Entwicklungstrauma. Mhm. Um das zu verstehen, ist es gut, das anhand von einem Schocktrauma zu erklären. Also nochmal, Trauma ist ein Körper, das ist eine physiologische Veränderung. Es ist im Körper, wirkt sich aber auch psychisch aus. Mhm. Um das zu verstehen, muss man wissen, wie die Biologie funktioniert. Und unsere Biologie hat primär die Aufgabe, zu schauen, ob die Umgebung sicher ist oder gefährlich. Das war in der Evolution kritisch. Wenn ich einmal zu wenig eine Gefahr wahrgenommen habe, bin ich tot. Wäre ich tot gewesen. Das heißt, das ist ganz zentral und fundamental. Das heißt, das Primäre, was dieser Organismus möchte, jetzt mal natürlich jenseits von Atmen, das braucht man natürlich auch, aber das, was dann danach als erstes kommt, ist immer die Frage, ist die Umgebung sicher oder nicht? Mhm. Wenn der Organismus die Umgebung als nicht sicher, gefährlich oder sogar lebensbedrohlich einstuft, kommt es zu autonomen Veränderungen im Körper, die wir nicht bewusst steuern können. Das ist alles normale Biologie und richtig. Zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier entspannt und jetzt nehmen wir mal an, wir hören einen lauten Knall, dann würde sich in unserem Körper was verändern. Wir kriegen einen anderen Körperzustand. Und dieser andere Körperzustand bedeutet einfach, der Körper macht sich bereit für einen Kampf auf Leben und Tod. Kämpfen oder fliehen. Das ist die erste Stufe in dieser Kaskade. Das ist eine Kaskade in Körperzuständen, wie das die Polyvagaltheorie von Stephen Porges beschreibt. Wenn wir in Lebensgefahr sind, aber nicht weg können und nicht kämpfen können. Also wenn wir zum Beispiel eingesperrt sind mit einem Gewalttäter und können nicht weg oder wir sind in einem Auto eingeklemmt, was am Verbrennen ist, dann kommt dazu noch Ohnmacht. Mhm. Das heißt, wir haben Lebensgefahr und Ohnmacht und dann kommt ein noch älterer Zustand zum Tragen und das können wir Freeze nennen, Abschaltung, ja, Shutdown. Mhm. So Schockstarre kennt man Schockstarre, auch. Genau. Das sind ganz normale biologische Vorgänge, weil wenn zum Beispiel ein Tier kommt, mit dem ich kämpfen kann, dann kämpfe ich oder renne weg. Wenn das aber ein übermächtiges Tier ist oder ein Rudel, dann macht es keinen Sinn zu kämpfen, weil dann bin ich sofort tot. Mhm. Dann macht es Sinn, sich tot zu stellen und dann werde ich vielleicht ignoriert. Und dann überlebe ich das. Das sind also Kaskaden, das sind letztlich nur zwei Zustände, die evolutionär bedingt sind. Das sind Körperzustände. Und das ist alles noch kein Trauma. Das ist die normale, sinnvolle Biologie als Reaktion auf Gefahr oder Lebensgefahr plus Ohnmacht. Mhm. Problematisch wird es, wenn der Organismus da nicht mehr rauskommt. Zum Beispiel, wenn ich einen Autounfall habe und
kann nicht weg. Das heißt, dann geht der Körper über die Aktivierung hin zur Abschaltung, weil er kann, wenn ich nicht aus dem Auto raus kann. Dann kann es eben sein, dass der Unfall vorbei ist, der Körper aber aus dieser Schockstarre nicht mehr rausfindet. Und dann haben wir ein Problem, weil dann passt der Körperzustand, die Schockstarre, nicht mehr zur Umgebung, weil wenn ich dann ein paar Tage später wieder ins Büro gehe, ist ja keine Gefahr mehr da, aber ich bin innerlich vielleicht noch abgeschaltet. Mhm. Mhm. Wenn das länger andauert, dann führt das zu Körpersymptomen, zu psychischen Problemen bis hin zu Depressionen, Angstzustände, also da gibt es ein ganzes Spektrum. Und dann können wir sagen, wir reden von Trauma. Also Trauma könnte man auch so definieren, dass der Körper nicht aufhört, die Umgebung als gefährlich einzustufen, obwohl sich das Szenario geändert hat. Mhm. Und das Problem dabei ist, dass der Körper dafür nicht gemacht ist. Wir sind nicht dafür gemacht, ständig in dieser Abschaltung zu leben, auch nicht ständig in der Aktivierung. Das sind Extremzustände für den Organismus, die sehr belastend sind. Und wenn die nicht aufhören, dann kommt es eben zu Problemen. Mhm. Und diese, ich habe ja jetzt von zwei Zuständen gesprochen. Das, was zu Trauma führt, ist in der Regel der letzte Zustand, wenn ich also in der Starre bin und Lebensgefahr und Ohnmacht zusammenkommen. Das ist etwas, was für Säugetiere, wir sind letztlich Säugetiere, problematisch ist, weil das am weitesten weg ist von unserem jetzigen evolutionären Entwicklungsstand. Die Schockstarre stammt aus der Reptilienzeit. Mhm. Das ist also... Deswegen sagt man auch Reptiliengehirn, ne? Dieser Bereich, der dafür zuständig ist. Genau, genau. Mhm. Die Reptilien, die machen immer nur das. Bei Gefahr schalten die sich ab. Die machen nur das. Das ist für den Organismus gut, da gibt es kein Problem. Für Säugetiere ist es problematisch, weil diese Abschaltung hat einfach viel physiologische Änderungen und das kann im schlimmsten Fall sogar tödlich sein. Mhm. Das heißt, im Extremfall kann jemand an dem Shutdown sterben, im Extremfall, ja, weil wir eigentlich dafür nicht mehr gemacht sind. Mhm. Und das nennt man auch traumatische Zange, also Gefahr und Ohnmacht zusammen. Und das ist das, was eben häufig dann zu dem führt, was wir Trauma nennen. So, das ist jetzt, um das zu verstehen, am Schocktrauma. Mhm. Und jetzt könnte man noch mal schauen, was sind denn das eigentlich für Veränderungen im Körper, die da stattfinden? Mhm. Sehr gerne. Mhm. In der ersten Stufe sind wir, also wenn wir sagen, es ist passiert nichts Gefährliches, wir sind sicher, heißt das, der Körper ist primär im ventralen Vagus, das ist ein Zweig vom Parasympathikus, der dafür zuständig ist, dass wir in soziale Interaktion treten können. Mhm. Das heißt, der Normalzustand, der sichere Zustand, den du am Anfang beschrieben hast, das ist aus Sicht des autonomen Nervensystems, dass der hauptsächlich der ventrale Vagus aktiv ist und dass der ganze Organismus in einem Zustand ist, wo soziale Interaktion funktioniert, gut funktioniert, wo wir Stimmen gut hören können, wo wir also, wenn jemand was sagt, das inhaltlich gut verstehen können. Aber der Preis dafür ist, dass wir eben eine verminderte Vigilanz haben. Das heißt, wir haben eine verminderte Reaktion auf eine Gefahr. Das heißt, aus diesem Zustand in einen Kampf zu gehen, ist relativ lang. Mhm. Das heißt, für diesen Zustand von Sicherheit und Wohlgefühl opfern wir Reaktionsbereitschaft. Das geht auch gar nicht anders. Das muss so sein. Wir können nicht gleichzeitig startklar sein und gleichzeitig entspannt, so wie jetzt, ne? Entspannt hier sitzen und reden. Das ist also der Ausgangszustand. So, wenn jetzt Eindrücke von Gefahr kommen, wird zuerst das soziale Interaktionssystem runtergeschaltet. Mhm. Also das ist eine ganze Kaskade an Vorgängen. Der Teil im Nervensystem, der uns erlaubt, in Interaktion zu treten, Gesichtsmimik zu lesen, Stimmen zu hören, das wird runtergedimmt und stattdessen werden Muskeln angespannt und der Körper macht sich bereit für physische maximale Belastung, für einen Kampf auf Leben und Tod oder Fliehen. Ja. Und da braucht es keine soziale Interaktion, da braucht es auch kein Zeitkontinuum. Das wird alles runtergedimmt. Also so ganz komplexe kortikale Funktionen, die verbrauchen zu viel Zeit und zu viel Energie, die braucht es einfach nicht, sondern das ist ein Zustand, akuter physische Gefahr ist ein Zustand, wo es keinen sozialen Kontext gibt, wo es keine Zeit braucht. Da geht es nur darum, den Organismus zu retten. So, und das heißt, es wird,
es werden Hormone ausgeschüttet. Mhm. Ja, es ist ein totaler Umbau. Es ist wie, als ob wir einen anderen Körper und eine andere Psyche bekommen. Ja. Heißt es also, dass eventuell Menschen, die echt Schwierigkeiten haben, überhaupt in Gespräche zu kommen und sehr isoliert für sich leben, dass da die Möglichkeit einer Traumatisierung sehr groß ist? Ja, genau. Mhm. Das ist das, ja. Und wenn sie auch darunter leiden, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch wichtig. Ja, das hängt ja damit zusammen. Mhm. Das ist ja ein Zustand, der nur punktuell gedacht ist, wo es ja auch sinnvoll ist. Ja. Wo es absolut sinnvoll ist, wenn die extremste Ausprägung ist ein Reflex. Wenn ein Auto angerast kommt, springe ich weg. Ja. Das ist gut, dass das so ist. Genau. Und wenn wir jetzt noch kurz den anderen, wenn wir in die Abschaltung gehen, dann kommt einfach noch was anderes dazu. Mhm. Das heißt, wenn wir in Gefahr sind und noch handeln können, diese Aktivierung, der erste Zustand, heißt, wir fahren auf Vollgas. Wenn wir jetzt aber nicht handeln können, dann ist das System auf Vollgas, aber die Energie kann nirgendwo hin. Dann kommt die Bremse mit rein. Und der Zustand in der Schockstarre ist, wie wenn wir Gaspedal und Bremse beides voll durchtreten. Okay. Und das kann jeder sich ableiten, dass das... Also Gaspedal, Gefahr. Ich muss aktiv sein, alle Ressourcen, aber gleichzeitig sich handlungsunfähig fühlen. Ja, so? Also Gas und Bremse genau voll durch. Beides voll durch und dann ist klar, das ist für das Auto nicht furchtbar. Gut. So und so fühlen sich Menschen auch. Die fühlen sich am Rasen und gleichzeitig gelähmt. Mhm. Also so, und wenn jemand traumatisiert ist, dann, weil du hattest ja gefragt, was ist das überhaupt, dann heißt das nur letztlich, dass der Organismus in einem von diesen beiden Zuständen festhängt. Der Körper. Mhm. Der Körper hängt entweder in der Aktivierung fest oder in der Abschaltung, in der Erstarrung. Das kann auch mal hin und her pendeln, aber im Kern geht es nur um diese zwei Körperzustände. Und das ist das, was in den klassischen Therapieformen nicht berücksichtigt wird. Mhm. Solange ich das nicht adressiere, ändert sich gar nichts. Das ist die Basis für unser psychisches Erleben. Das ist das Fundament. Hm. Ne? Diese drei Zustände. Und es reicht überhaupt nicht, da in welche der Psyche... Welche drei, sagst du nochmal? Also Sicherheit. Sicherheit? Ja. Aktivierung. Mhm. Erstarrung könnte man es nennen. Mhm. Okay. Ne? Es gibt noch einen vierten, das Kollabieren, aber das ist jetzt nicht... Und sozusagen alles darf ja ineinander fließen, aber wenn plötzlich eine Sache nur noch überhand nimmt, dann ist wahrscheinlich Gefahr im Verzug, oder? Naja, wenn einer der Notzustände, der Defensivkreisläufe, Sicherheit ist ja okay. Ja, genau. Also wenn der zu lange anhält und nicht mehr zur Umgebung passt, dann haben wir ein Problem. Okay. Ne? Okay. Mhm. Genau, und diese Dinge färben dann die Psyche ein und hat Körpersymptome zur Folge und auch psychische Symptome zur Folge. Und dann haben wir am Ende zum Beispiel Depressionen oder Angstzustände oder Albträume, ne, oder Beziehungskonflikte. Und das hat aber nur als Ursache im Körper die Dysregulation, sagt man auch. Mhm. So. Ja, das fand ich auch interessant. Du sagst ja auch, Depression verschwindet, wenn ich in Kontakt gehen kann. Depression ist sowas wie festgehaltene Wut. Stimmt das? Ist das so? Das ist meine Sicht. Wir haben einfach ein Kontinuum im Nervensystem. Das, was diese drei Zustände, das ist wie ein Kontinuum. Also wenn ich, das ist, der Organismus schaltet das hierarchisch runter. Der springt nicht in die Abschaltung zum Beispiel, sondern von der Entspannung zum Hochfahren, zum Abschalten. Mhm. Und das hat wiederum psychische Zustände zur Folge. Und in der Heilung geht es auch linear zurück. Das heißt, das ist ein lineares Hin und Her. Ja, also in die Verzerrung und raus, das ist linear, ich kann da nichts überspringen. Mhm. Und auf der psychischen Ebene zum Beispiel kann sich das so darstellen, wenn jemand, wir können jetzt mal hinten anfangen, ganz hinten ist Depression und Suizidalität, Selbstzerstörung. Das ist sozusagen am Ende des Spektrums. Und wenn jetzt jemand in die Heilung kommt, in die Transformation, dann ist das, was dann als erstes in der Regel kommt, ist Angst. Mhm. Also von Depression und Abschaltung kommt Angst und dann kommt Wut und Hass, Körperenergie für Kampf und Flucht, dann kommt Trauer. Manchmal ist auch, die letzten zwei sind vertauscht, kommt erst Trauer, dann Wut, das ist aber nicht relevant und danach sind wir wieder im Zustand der Regulation und der Sicherheit. Und ich kann das nicht überspringen und viele wollen, oder die Tendenz von einem Betroffenen ist, das überspringen zu wollen. Mhm. Das heißt, wenn ich in der Depression bin, möchte ich einfach nur mich entspannt fühlen und glücklich sein. Genau, ich möchte zum Beispiel wegmeditieren oder so. Ne? Ja. Das geht aber nicht, weil wo ist die Lebenskraft, wo ist die Wut, die muss irgendwo sein. Ich kann das nicht überspringen.
Das geht nicht. Ich kann also nur zurückgehen über die Integration von Wut und Traurigkeit und dann in die Heilung. Ne? Und alles, was wir in diesen extremen Zuständen probieren, ist am Anfang des Weges letztlich nur der Versuch, alles so zu lassen, wie es ist, und die Symptome wegzubekommen. Aber wir haben das Wissen nicht und wir verstehen nicht, was da läuft. Deswegen können wir nicht den Kernkonflikt nicht sehen. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir so Sendungen wie jetzt machen, dass die Menschen das Wissen erstmal bekommen, was ist überhaupt das Problem und wo geht es überhaupt lang. Ne? Ist ja wahrscheinlich typisch menschlich, dass man sagt, ja, die einfachste Lösung, ich will jetzt einfach das weghaben und wieder ein bisschen mich besser fühlen, fertig. Mhm. Okay, aber jetzt nicht, dass unsere Zuschauer schon anfangen zu verzweifeln und denken, oh, das ist ja alles furchtbar. Es gibt einen Weg daraus, es gibt Möglichkeiten, das zu heilen. Vielleicht zunächst mal die Frage, wenn jetzt uns Menschen zuschauen, woran erkenne ich, dass ich eventuell ein Kandidat sein könnte für Trauma? Ja, das ist immer die typische Frage. Ne? Und die Frage ist deswegen interessant, weil es geht darum um Kontext. Ne? Hinter dieser Frage steckt der Versuch, einen Kontext zu bekommen. Bin ich da drin oder bin ich draußen? Ich versuche mit dieser Frage den Rahmen zu finden. Ne? Und für Menschen, die herumirren, die haben diesen Rahmen nicht. Deswegen ist es gut, diese Frage zu stellen. Mhm. Bin ich traumatisiert oder geht es um was ganz anderes? Und kann der Mensch das für sich allein überhaupt herausfinden? Ja, es gibt einfach Indikatoren. Mhm. Okay, typische, erzähl doch mal. Ja. Zum Beispiel, gibt ganz viele. Ein ganz einfaches Beispiel ist Depression, Ängste, keine Lust auf soziale Kontakte, ständiges Ablenken, Unwohlsein in Gruppen, Albträume, ständig wiederkehrende negative Gedanken, zwanghaftes Erinnern an schlimme Erlebnisse. Mhm. Ja, das sind so Beispiele. Man kann es auch anders ausdrücken. Wenn ich zu viel Stress im Körper habe, wir können es so ausdrücken, wenn ich ständig Stress im Körper habe und weiß nicht, wie ich den loswerden kann. Oder wenn Beziehungen nicht funktionieren, entweder weil es ständig Konflikte gibt oder weil der andere sich dauernd trennt, das sind alles Indikatoren. Mhm. Ne? Es gibt noch viele weitere. Aber jetzt, um das für sich festzustellen, würde ich sagen, am einfachsten ist zu gucken, habe ich Stress im Körper, mehr als normal, ständig? Mhm. Okay, ja. Und habe ich funktionierende Beziehungen bei mir? Mhm. Ne? Okay, wenn beide Fragen mit Nein beantwortet werden, was kann der Mensch tun? Was sind so erste Hilfen? Wie waren das schon, dass Leute zu denken, oh Gott, ja, das bin ich ja auch. Was kann ein Mensch schon erstmal Erleichterung verschaffen und was wäre der tatsächliche Weg daraus? Also wichtig ist am Anfang das Wissen. Man muss mit dem Wissen, mit dem Kontext anfangen und wissen, dass der Weg daraus nicht Jahre dauert. Mhm. Also der Weg daraus ist nicht kompliziert. Das sieht nur für den Betroffenen kompliziert aus. Weil er so drin steckt und sein Leid spürt vielleicht und denkt, boah, das wird nie aufhören. Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau, weil das Leiden ist massiv und er hat ja sein Leben lang schon versucht, eine Lösung zu finden, hat sie nicht gefunden. Er hat alles gemacht vielleicht, so wie ich auch. Aber von außen als Therapeut sieht man sozusagen den Weg und es ist nur ein kleines Stück letztlich im Nervensystem. Vom Prinzip her. Mhm. Also man muss wissen, es gibt in jedem Fall einen Weg raus. Der Weg ist nicht zwangsläufig qualvoll, unendlich qualvoll. Es ist kein Weg über Jahre Therapie. Das ist alles nicht der Fall, sondern ein guter Therapeut kann einem Betroffenen in der ersten Sitzung eine neue Erfahrung ermöglichen. Ja, das kann man nicht garantieren, aber das sage ich, in den meisten Fällen ist das möglich, dass jemand in der ersten Sitzung sofort eine neue Erfahrung macht von Wohlfühlen. Mhm. Ne? Das ist möglich. Und dann geht es darum, demjenigen zu helfen, wie er das selber nach und nach in seinem Leben herstellen kann. Mhm. Der Therapeut navigiert dann so ein bisschen an dem System vorbei und er kann halt helfen, punktuell mal einen Zustand von Nicht-Trauma zu erzeugen, von Sicherheit. Und im Laufe von der Therapie muss man das dann eben helfen, dass immer wieder sozusagen, dass der Klient das immer mehr selber herstellen kann. Mhm. So, und wie man das macht, das ist natürlich jetzt sehr, sehr komplex. Einerseits, andererseits ist es wiederum sehr einfach.
Vielleicht nochmal, bevor da, ja. Was ist so die Rolle des Körpers? Weil ich glaube, so traumatische Menschen dissoziieren ja auch viel, sind gar nicht richtig im Körper, spüren den Körper nicht mehr. Spielt das eine entscheidende Rolle bei dieser Arbeit, wieder sozusagen ganz den Körper zu bewohnen und sich lebendig zu fühlen im Körper? Ja, das ist gefährlich, wenn man jetzt das so sagt, weil die Lösung ist nicht, in den Körper zu kommen. Mhm. Sondern? Das ist eine Folge der Lösung. Ja, ich verstehe. Mhm. Trauma heißt, ich habe mich von der Körperwahrnehmung getrennt, dissoziiert, um stabil zu bleiben. Wenn ich einen Klient zu schnell in den Körper zurückbringe, kann den das massiv destabilisieren. Das kann nicht gut ausgehen. Die Lösung ist nicht, irgendwas mit sich selber hinzubekommen. Finde ich gut. Also das versuchen ja manche Therapien tatsächlich so ein bisschen pushy-mäßig da Sachen zu beschleunigen und gehen an der Ursache vorbei wahrscheinlich letztlich. Ja, es geht überhaupt nicht darum, irgendwas zu machen oder den Klient in den Körper zu bringen, sondern worum es in der Therapie einzig und alleine geht, ist, dass der Klient eine Erfahrung von Sicherheit und gleichzeitiger Nähe zu einem anderen Menschen macht. Weil das ist der einzige Punkt, wo das alles aufgehängt ist. Im System ist verschaltet Nähe von einem Menschen mit Lebensgefahr, auch wenn das scheinbar jetzt nichts mit Menschen zu tun hat. Aber unser Nervensystem lebt nun mal nur im Bindungskontext. Das heißt, die Aufgabe des Therapeuten ist, das herzustellen. Ja? Und wenn das klappt, und das klappt sozusagen zwangsläufig, früher oder später, wenn der Klient oder der Therapeut die Therapie nicht abbricht, dann kommt es zu einer neuen Erfahrung. Schön. Und es geht nicht darum, sozusagen, worum es geht, ist, dass der Klient wieder in Kontakt kommt mit einem anderen Menschen. Es gibt also keine Lösung alleine. Es gibt auch keine Lösung im Sinne von, da ist irgendeine Figur wie ein Guru oder ein Therapeut, wo ich mich dann hinschmeißen kann, sondern die Lösung ist das In-Kontakt-Treten. Und das ist das, was sozusagen ja, was nicht mehr möglich ist. So, wir haben jetzt vorhin, bin ich jetzt gar nicht mehr auf Entwicklungstrauma eingegangen, aber das Leiden hält sich dadurch aufrecht, dass bestimmt, dass ich den Haupterlebnisraum und die Hauptideen, die ich über den anderen habe, dass ich die nicht kommuniziere. Verstehe. So. Ja. Und ja. Ich nenne das Tabu. Das ist ja weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Ja, wir sagen uns nicht, was wirklich mit uns los ist. Und wir sagen uns noch viel weniger, was wir an Gefahren in den anderen hineinprojizieren. Mhm. Ja, also das Ganze hält sich aufrecht dadurch, dass ich in meinen Gegenüber eine Gefahr hineinprojiziere. Ich stelle mir bewusst oder unbewusst vor, dass der andere für mich eine Gefahr darstellt. Mhm. Und Gefahr bedeutet immer eine Handlung. Und gefährliche Handlung im Bindungskontext ist entweder Grenzüberschreitung oder sich entfernen, also verlassen werden. Also wir können das auf diese zwei Prinzipien reduzieren. Das heißt, jeder, der leidet, denkt über Menschen, die ihm nahe sind, entweder, dass sie ihm zu nahe kommen oder dass sie sich trennen schlagartig. Mhm. Und dieser ganze Komplex wird aber nicht kommuniziert. Wir sagen nicht, du, ich habe Angst, dass du dich gleich wieder, dass du dich trennst, wenn wir uns näher kennenlernen. Oder ich habe Angst, dass du mir zu nahe kommst und meine Autonomie ignorierst. Wir teilen das nicht mit, sondern wir versuchen, den Stress, den wir dadurch im System haben, auf Umwegen zu lösen. Das heißt, in Beziehungen erzeugen wir indirekt wieder Abstand. Ja, zum Beispiel, indem ich selber Konflikte erzeuge, indem ich selber Distanz herstelle. Und dann weiche ich dem eigentlichen Konflikt aus. Ja, interessant. Das heißt, eines der wichtigen Dinge, die wir vielleicht alle lernen dürfen, ist generell sich wieder mehr ausdrücken und auch ehrlich eine wirkliche Kommunikation wieder herzustellen. Mhm. Das zu üben, regelrecht. Ja, genau. Ja. Was ich total spannend finde, ich habe mich vorher ein bisschen damit beschäftigt, was für mich in dieser Intensität tatsächlich neu ist, ist diese Wichtigkeit der Bindung. Weil in der Tat, in der spirituellen Szene wird ja oft gesagt, ja, du kannst an dir arbeiten und durch Meditation werden Sachen ausgelöst. Bis hin zu dem Satz, wenn du lernst, dich selbst zu lieben, kannst du erst andere lieben. Und da hast du mal gesagt, das ist eigentlich Bullshit. Warum? Ja, das ist nicht nur Bullshit, das ist hochgradig gefährlich für viele Leute. Also
Es gibt Menschen, einige, immer wieder kommt das vor, die rufen mich aus der Psychiatrie an und sagen, mein Lehrer hat das und das gesagt, ich soll mehr meditieren und so weiter. Das ist hochgradig gefährlich und es ist nur eine Trauma-Inszenierung. Also wenn wir nochmal kurz zurückkommen. Das Kind hat keine Möglichkeit, über einen Kontakt seine Not zu lösen, was ja normal der Fall wäre. Ein Kind fühlt sich nicht gut oder hat Hunger, sondern es schreit und, oder will sich ausdrücken. Und das sind Eltern, die darauf eingehen. Das Kind kann sich nicht selber regulieren. Das braucht externe Regulation. Das ist das, was gesunde Eltern machen. Mhm. Ja, in dem Kind passiert was und das wird dann von außen gesteuert, dass die Physiologie wieder sozusagen dass die Physiologie sich wieder beruhigt und von der Aktivierung runterkommt. Wenn das nicht funktioniert hat, und das können wir sagen, ist bei praktisch allen Menschen hier in der Gesellschaft, hat das nicht gut funktioniert. Weil, wie gesagt, die Eltern waren selber traumatisiert, haben nie gelernt, damit umzugehen und vorher auch keine Schuld. Genau. Deswegen, dann muss das Kind für sich alleine eine Lösung finden, die es aber nicht gibt. Ja. Das ganze Nervensystem wird dadurch programmiert, ich muss für mich eine Lösung alleine finden. Die gibt es aber nicht. Die gab es als Kind nicht. Das geht nicht. Ein Kind kann nicht für sich alleine eine Lösung finden für ein nicht liebevolles Elternhaus. Ja. Das geht nicht. Es gibt also nur Pseudolösungen. Und das heißt, dass der ganze Organismus wird wegkommen von, mehr und mehr wegkommen von der Idee, das ist jetzt eben eine Möglichkeit, dass eine Lösung durch Dialog und Kontakt stattfindet. Und ich muss später, das alles selber lösen, weil es bringt ja eh nichts, mit irgendwelchen Leuten darüber zu reden. So, genau. Und später kulminiert das dann in der Idee, ich muss alleine für mich meditieren und werde dadurch heil. Und, so, und das kann nicht funktionieren. Und ich möchte auch erklären, warum das nicht funktionieren kann. Also ehrlich gesagt, ich habe das auch lange für mich praktiziert und letztlich fehlte da auch die Freude und es fehlte die Weiterentwicklung. Ja. Also, okay, erklär's das gerne. Das kann nicht funktionieren, weil als Kind, wenn ich das erfahre, muss ich mich ja von den inneren Räumen lösen, trennen, spalten, dissoziieren, um stabil zu bleiben. Mhm. So, das heißt, der Teil, der später meditieren will und Buddhist werden will, das ist der Teil, der sich getrennt hat. Ja. So, der getrennte Teil möchte jetzt alleine für sich meditieren, Buddhist werden, erleuchtet werden. Genau, wobei eben nichts gegen Buddhismus und Erleuchtung zu sagen ist, sind wunderbare spirituelle Wege. Aber jetzt geht es ja um diese spezielle Befindlichkeit. Genau, es geht darum, wie man das sozusagen nicht sinnvoll einsetzen kann. Richtig. Ich habe nichts gegen Buddhismus. Genau, ich auch nicht. Also überhaupt nicht. Mhm. Und das heißt, ich habe also eine Spaltung erzeugt zu meinen Innenräumen. So, diese Innenräume sind mit Lebensgefahr verschaltet, weil als Kind, der kindliche Organismus erlebt das als lebensbedrohlich. Und es ist objektiv lebensbedrohlich, weil wenn die Eltern die Zuwendung komplett kappen, stirbt das Kind. Das heißt, wenn der Organismus sich extremen lebensbedrohlichen inneren Räumen wieder annähern möchte, braucht es eine Stabilität dafür. Es braucht eine Insel. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit einer Nussschale auf den Ozean rausfahre, ja, das geht nicht gut aus. Wenn ich aber da eine Insel habe, eine feste, dann kann ich mir auch den stürmischen Ozean anschauen. Das heißt, ich kann nicht mit zu wenig Sicherheit mich diesen Räumen annähern, weil ich dann überflutet werde oder mich wieder abspalten muss. Also Beispiel, ich versuche das dann alleine mit der Meditation und dann kommt plötzlich Erinnerung an Grenzüberschreitung und mir fliegt alles auseinander, ich werde überschwemmt und kriege am Ende noch ein Flashback im Extremfall. Da heilt nichts. So, wie es heilt ist, wenn ich das System stabil halte und dazu braucht Sicherheit und mich vorsichtig, punktuell nicht integrierten Räumen annähere. Das funktioniert. Aber das geht eben nur durch eine Stabilität. Die habe ich aber als Traumatisierter mit mir alleine noch nicht. Ja. Diese Stabilität bekomme ich über ein Gegenüber, wie zum Beispiel einen Therapeuten, wo eine vertrauensvolle Beziehung entstanden ist und der das, was da in mir läuft, steuern kann. Weil das kann ich selber noch nicht. Und dann kann der sozusagen in Zuständen von großer Sicherheit, von Wohlfühlen, von Verbundensein, kann der vorsichtig mit dem Klienten da kurz eintauchen und wieder raus. Und dann kann was integriert werden. Wenn ich alleine versuche, mit Meditation das zu lösen, habe ich nichts. Ich habe keine Stabilität. Ich setze mich dem aus und habe aber nichts, wo ich das rein integrieren kann. Ja, so, und das ist im besten Fall funktioniert das nicht. Das heißt, ich werde überfordert oder schalte mich ab.
bei vielen pendelt das dann auch so hin und her. Ja, die tauchen dann ein, werden überschwemmt, dann spalten sie sich wieder. Im schlimmsten Fall führt das zu Instabilität und jemand muss ins Krankenhaus. Mhm. Ja. Also, aber wichtig ist, der Impuls, das zu machen, der fühlt sich so richtig an, weil als Kind gab es ja nichts anderes. Als Kind musste ich alleine eine Lösung finden. Deswegen fühlt sich das so richtig an. Und deswegen ist das oder was, also nicht nur richtig, sondern der einzige Weg. Ich muss es selber lösen, sonst geht ja alles gar nicht. Und man muss ja auch sagen, dass das, dieses Ideal in unserer Gesellschaft ist ja auch, ja, du schaffst es selber, du kannst erfolgreich werden. Und in der spirituellen Szene fallen mir dann einfach so Geschichten ein von Menschen, die es ja tatsächlich alleine geschafft haben. Das gibt es ja vereinzelt, die durch die Depression voll durchgehen mit Meditieren, dann kommen Kundalini-Erfahrungen. Diese Einzelgeschichten, die ja sehr speziell sind, gelten dann aber als Vorbild ungefähr für jeden. Und jeder denkt, das kann ich auch gehen. Und das ist wahrscheinlich die Gefahr. Genau. Und, und meiner Ansicht nach haben diese Leute das nicht alleine gemacht, sondern wenn jemand, ja, das ist wichtig, wenn jemand, das, was du beschrieben hast, ich gehe durch die Depression durch und dann alles Mögliche, das bedeutet, er hat irgendeine Form von Stabilität in sich gehabt, um das machen zu können. Ja. Und diese Stabilität, die gibt es immer nur durch Beziehung. Das heißt, da gab es irgendeine Form von Verbindung zu anderen Menschen, die so viel Stabilität im System erzeugt hat, dass er sich der Depression alleine ausgesetzt hat. Alleine stimmt aber nicht. Er war vielleicht alleine, physisch alleine in einem Zimmer, hat aber eine Repräsentanz in sich für diese Bindung zu einem Menschen. Jemand, der wirklich nicht verbunden ist, der kann das nicht machen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Interessant. Das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Es gibt keine Lösung alleine. Die gibt es einfach nicht. Die Lösung ist, dass wir uns verbinden und in den Austausch kommen. Und das führt übrigens dann auch zu, oder das ist das, was dann in der Endkonsequenz auch zu spirituellen Erfahrungen führt. Diese Regulation durch Sicherheit, ja, die führt zu spirituellen Erfahrungen. Weil das, was in der Literatur beschrieben wird, in Meditationszuständen, oder was Meditation eigentlich ist, das ist eigentlich nur eine Entspannung des physischen Körpers. Und der kann sich aber nur entspannen, wenn der sicher ist. Deswegen kann ich nicht mit einem Organismus, der verzerrt ist, in die Meditation gehen, weil der sich nie beruhigen wird. Ja, das ist spannend, weil es erinnert mich an ein Zitat von Osho, der, glaube ich, mal gesagt hat, Erleuchtung ist eigentlich nichts anderes, als ich bin einfach die ganze Zeit entspannt. Ja, genau. Jetzt. Das ist interessant. Ja, genau. Und das heißt nur, dass der Körper, das autonome Nervensystem, aufgehört hat zu kämpfen, dass er das Sicherheit erlebt hat, um sich das überhaupt leisten zu können. Weil der Körper ist ja nicht dumm. Der wird sich hüten unter Gefahr, sich zu entspannen. Ja, natürlich, weil man will ja überleben. Es geht ja erstmal ums Überleben. Wenn ich unter Lebensgefahr mich entspanne, bin ich tot. Mhm. Ja. Und dieses Überleben aber, das ist jetzt gleichzeitig etwas, was irgendwann mache ich mir mentale Muster, so und so kann ich nur überleben. Beziehungsweise es läuft ja, wie du gesagt hast, eigentlich sehr unbewusst ab, aber trotzdem kommen da ja auch Glaubenssätze ins Bewusstsein und so erkläre ich mir die Welt. Und das kann total in die Hose gehen mit Selbsterklärungen. Ja, das ist, der Verstand versucht einen möglichst sinnvollen oder sogar noch sich das zu erklären, was aufbauenden Kontext zu finden oder zu erzeugen, um das zu rechtfertigen. Zum Beispiel wäre eine Variante, ich bin bindungsunfähig, ich halte keine Nähe aus und werde Asket und Mönch und sage dann, ich bin was Besonderes. Ja. So genau, ein oder ich bin halt so von der Struktur, ich bin individuell, ich stehe auch dazu. Aber in Wirklichkeit, sagen wir mal so, wenn der Mensch nicht leidet, ist es ja okay. Aber wenn Leid dann auch immer wieder vorkommt und man sich das so wegrationalisiert, dann ist vielleicht fast nicht in Ordnung. Naja, genau, solange man nicht leidet. Ja, genau. Wir waren ja, jetzt ist alles im Flow. Wir waren ja dabei, so ein bisschen zu erzählen, wie jetzt diese Heilung geschehen könnte in der Therapie. Das kannst du gerne noch mal so ein bisschen ausführen. Was gibt es da für mögliche Schritte, für Dinge, die man tun kann? Also derjenige, der Hilfe möchte, der kann in dem Sinne erstmal selber wenig tun, weil er gar nicht weiß, wo es lang geht. Der braucht also zuerst Input vom Therapeuten, bis der das, was der Therapeut mit ihm macht, selber machen kann. Das hatte ich ja schon ein bisschen beschrieben. Es geht ja nicht darum, eine Abhängigkeit zum Therapeuten herzustellen. Das wäre fatal. Kurze Zwischenfrage, genau. Was ist aus deiner Sicht ein Therapeut? Ein Freund, ein Begleiter, eine Hebamme? Ja, vielleicht ein Freund, der bestimmtes Wissen und bestimmtes Werkzeug hat. Man könnte fast sagen Mechaniker. Mechanikerfreund auf Ebene der Psyche und der Neurophysiologie. Ja. Und es ist nichts
nichts Bombastisches, nichts Besonderes. Es ist einfach nur wie eine kleine Reparatur. Ja. Mhm. Oder ja, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich einen Rohrbruch im Keller habe, kann ich es auch nicht selber machen. Sondern das ist, da ist aber nichts, da ist nichts Bombastisches drumherum. Ne? Mhm. Mhm. Und okay. Ja. Mhm. Und es geht wirklich nur darum, dass ich als Klient die Erfahrung brauche, dass die Nähe eines anderen Menschen keine Lebensgefahr darstellt. Mhm. Das muss man erst mal sacken lassen. Ne? Das heißt, die Ursache allen Leidens ist, dass mein autonomes Nervensystem nicht entspannen kann in der Nähe eines anderen Menschen, weil er diesen Menschen als gefährlich einstuft. Das ist die Ursache aller Probleme. Und um das zu rechtfertigen, gibt es dann einfach, oder um das rund zu machen, gibt es einfach Symptome an der Peripherie und Probleme, die aber mit dem eigentlichen, mit der Ursache nichts zu tun haben. Dann kann zum Beispiel sein, dass jemand zur Therapie kommt und sagt, ich habe Geldmangel oder ich habe Ehekonflikte oder ich habe ständig Unfälle oder ich habe eine schwere Krankheit. Und wenn ich mich dann als Therapeut darauf konzentriere, dann sitze ich in der Falle, weil darum geht es gar nicht. Ja, gibt ja. Dazu jedem Thema Bücher, alles mögliche, Informationen. Ja, ja. Man kann alles immer wieder auf den Bindungskontext und die damit verzerrte Energie zurückführen. Und ein Teil von dem Nervensystem von dem Klienten möchte auch keine Aktualisierung, weil das Alte ist vertraut und das, was der Kontakt, der ja sozusagen entstehen soll, der wird ja am Anfang zumindest als lebensbedrohlich erlebt. Das heißt, die Heilung wird von dem Organismus als Gefahr erstmal dargestellt oder erlebt, ja, oder als potenzielle Gefahr. Mhm. So, und da ist eben die Kunst des Therapeuten, diesen ganzen Schichten klar zu machen, dass eben von meiner Nähe als Therapeut zum Beispiel jetzt eben keine Gefahr ausgeht, dass ich in einen Dialog treten kann mit dem, was im Klient vor sich geht, was ja früher als Kind nicht ging. Mhm. Ja, und als Betroffener ist es einfach wichtig zu gucken, ist, wenn man jetzt sich einen Therapeut sucht, kennt der die Neurophysiologie, was Trauma angeht, kennt er die Polyvagaltheorie, kennt er die Bindungstheorie? Ja, das muss einfach drin sein, sonst kann ich jemandem überhaupt nicht helfen. Kann ich das sozusagen abfragen, wenn ich mir einen Therapeuten suche? Klar. Okay. Ja. Was ist für Sie Heilung? Ja. Ja, was ist für Sie sichere Bindung? Mhm. Ja, und so weiter. Das kann man alles abfragen am Anfang. Und auch zum Beispiel auch mit extrem, können Sie mit extremen Zuständen umgehen? Was machen Sie, wenn ich einen Flashback bekomme? Da muss sofort was kommen. Ja? Weil ein Therapeut, der nicht weiß, wie er seinen Klient aus dem Flashback rausholen kann, der ist niemals sicher genug, durch dieses ganze Inferno da hindurch zu navigieren. Ja, und viele können das nicht. Ja. Und wie, also ganz persönlich gefragt, ich meine, du bist durch vieles durch, wie gehst du damit um? Weil zu dir kommen ja sicher viele Menschen mit großen Problemen und so. Wie gehst du damit um? Kannst du es dann immer ganz gut entspannt sehen? Es hat ja nichts mit mir zu tun. Oder musst du dich danach schon wieder reinigen? Mal so eine ganz persönliche Frage. Weil ich könnte mir schon vorstellen, das ist ja eine unglaublich mutige, tolle Aufgabe, die ich mir für mich gar nicht vorstellen könnte, so therapeutisch zu arbeiten. Naja, das Ding ist halt, dass ich meinen eigenen Mechanismus zum großen Teil überwunden habe. Ja. Und wenn ich jetzt jemand sehe, dann sehe ich immer sozusagen das, was da drumherum am Werk ist und ich weiß einfach, das ist nichts Echtes, das ist nur eine Schale, die ich nicht ernst nehmen muss. Und da passieren natürlich diese ganzen Dinge, wie dass jemand mich angreift oder man wird dann zur Projektionsfläche. Ja. Aber ich sehe auch immer den Teil, der einfach in Verbindung treten möchte. Also ich werde von diesem Inferno drumherum nicht so mitgenommen, weil ich den Weg sehr sehen kann und weil ich den Kern des Menschen sehen kann. Und dann kann ich da auch entspannt sitzen, wenn da jemand sozusagen da in die Bewegung kommt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch interessant, immer wieder auch, aber schon, okay, ja, toll. Das heißt, die Heilung ist Beziehung, die Heilung ist Miteinander, um es mal so ganz pauschal. Absolut. Das ist doch eigentlich eine tolle Botschaft für uns alle. Wo wir so individuelle Leben oft leben, ja, in dieser Gesellschaft und wo das auch als hohes Gut gilt. Mhm. Und gleichzeitig die Sehnsucht nach Liebe ist ja auch sehr stark da und es wird dann oft simplifiziert auf die Zweierbeziehung, die manche dann nicht haben und dann denken sie, ja gut, dann gibt es halt keine Liebe in meinem Leben, während in Wirklichkeit jeder wirkliche Austausch auch mit Liebe in Verbindung ist, oder?
Kann man so sagen, ja. Und es sind diese Pole von individuelles Leben und Liebe, ne? Das ist so, das gehört eigentlich zusammen, ja. Also die Heilung ist, wenn ich einem Menschen sehr nah sein kann, in einer Beziehung zum Beispiel, aber immer auch ausdrücken kann, was bei mir ist. Das heißt, das kommt dann beides zusammen, dieses individuelle Leben und die Bindung, das kommt zusammen, das gehört auch zusammen, weil sonst ist das gar keine Beziehung. Mm. Und als Kind wird es eben eher aufgespalten, dann entstehen so Pole wie, der eine Pol ist eben rausziehen, Individualität gehen oder eben symbiotisch verschmelzen, ich richte mich nur noch nach dem anderen, das sind beides gar keine Beziehungen. Mm. Das heißt, weder die Höhle im Himalaya ist die Lösung, noch das Verschmelzen mit anderen Menschen und mich selber aufgeben, das ist beides nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, dass wir uns mitteilen. Und dadurch entsteht Nähe und gleichzeitig auch Individualität. Mhm. Und das schließt sich nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil, das ergänzt sich. Mhm. Ja, weil nur wenn ich wirklich sagen kann, was bei mir ist, auch wenn das mit dem anderen kollidiert, nur dann entsteht überhaupt eine wirkliche Beziehung oder ein wirklicher Kontakt. Mhm. Sonst ist das gar kein Kontakt, weil wir nichts voneinander erfahren. Schön. Ja, das heißt aber auch, eine weitere Tendenz bei uns, unter uns Spiris und so, ist ja, dass ich alles eben auch selber lösen kann und auch verstandesmäßig verstehen muss. Aber wenn ich es richtig verstehe, geht es hier einfach um eine Erfahrung eines Miteinander, das durch den Therapeuten immer wieder neu erlebbar gemacht wird, oder? Mhm. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also wenn jemand das selber nicht schafft herzustellen, dann braucht es eben therapeutische Hilfe. Und das ist aber nichts, wie gesagt, das ist nichts über viele Monate, über Jahre. Ja. Da reicht oft eine einzige Sitzung, um das kippen zu lassen. Ja, das ist einfach auch wichtig, weil viele, die denken dann, ich bin so schwer traumatisiert, ich brauche jetzt 10 Jahre Therapie. Nein, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Dieses Gefühl, was zu dieser Annahme führt, ist einfach nur eine starke Verzerrung im Nervensystem, was das Leiden verursacht. Und wenn ich aber den physiologischen Zustand in einer Sitzung eben ändern kann, dann ist in diesem einen Moment ist das Leiden zu Ende, auch wenn das jetzt vielleicht jetzt nicht dauerhaft anhält. Aber dann habe ich wie so eine Insel geschaffen, wo das System dann wieder andocken kann. Ne? Toll. Das heißt aber, wenn vielleicht Zuschauer da sind und sagen, ja, ich will das einfach mal ein paar Schritte gehen, erstmal ohne Therapeuten versuchen, dann wäre die Empfehlung, einfach mutig sich Menschen mehr zu öffnen, mit denen man eh schon in Verbindung ist, sozusagen vielleicht erstmal in Freundschaften, einfach versuchen, mehr Nähe herzustellen, schauen, was das mit einem macht. Und wenn man merkt, oh ja, das brauche ich auch keinen Therapeuten vielleicht. Genau. Also, das ist doch schön. Viele sind ja gar nicht in Kontakt. Ne? Die sagen zwar Partnerschaft, aber die tauschen sich gar nicht wirklich aus. Ja. Und wir müssen bei dieser Sache unterscheiden, wirklich zwischen sicheren und unsicheren Umgebungen. Mhm. Wenn ich traumatisiert bin, dann habe ich die Tendenz, dann möchte ich einfach Schablonen, Handlungsschablonen für alle Lebenssituationen, die suche ich dann. Das ist einfach eine typische Geschichte von Menschen, die so Dinge erlebt haben. Die suchen nach Standardlösungen für alle Situationen, die gibt es aber nicht. Beziehungen weißt du so Beispiele, kannst du es verdeutlichen, was das sein könnte, so Standardlösung? Ja, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also die gibt es ja auch gar nicht. Ja. Sondern aber die Idee ist, dass es gab ja als Kind keine Lösung. Also suche ich irgendwas, was dieses Kindheitsproblem löst. Und da wird versucht, eine Lösung zu finden. Die gibt es aber nicht, weil die Lösung ist ja heute Beziehung. Und beziehen kann ich mich immer nur in Abhängigkeit von einem Gegenüber. Und vor allem, ob das sicher ist oder nicht. Also deswegen müssen wir unterscheiden, ist die Umgebung unsicher oder ist die sicher? Also zum Beispiel abends in einem dunklen Park mit einer mit merkwürdigen Gestalten, da teile ich nicht mehr mit von mir, sondern da schütze ich mich, ne? Oder wenn ich sogar angegriffen werde. Mhm. Aber jetzt in nahestehende Beziehungen, vor allem Partnerschaft, ne, da kann ich dann anfangen, ein bisschen mehr von mir zu erzählen. Ja. Zum Beispiel, wie ich mich fühle. Ich fühle mich gerade so und so. Mhm. Ich denke gerade, dass du und so weiter und so weiter. Und vor allem auch erstmal klären, ob das der andere auch möchte. Wollen wir uns nicht mal ein bisschen mehr austauschen über unsere Gefühle, was in uns so los ist? Da kann man dann auch ein Ritual etablieren, zum Beispiel einmal die Woche für eine halbe Stunde mit Kerze, Handy aus und so weiter, weil das wiederum Sicherheit gibt. Dann macht man eine Woche, also einmal in der Woche zu diesem Zeitpunkt, redet man mal miteinander. Ja. Und das heißt, ich teile wirklich was von mir mit. Ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich habe Angst, ich freue mich, ich bin glücklich, ich denke, und da ist einfach viel
Scham auch, weil das, was in uns vor sich geht, das ist schambehaftet und das kollidiert mit gesellschaftlichen Konventionen. Und wir haben vielleicht die Idee, dass wir das nicht kommunizieren können, dass es die Partnerschaft kaputt macht. Das stimmt aber nicht. Sondern das ist überhaupt die Partnerschaft, wenn wir diesen ganzen Wahnsinn endlich mal mitteilen können. Also das Mitteilen an sich ist die Lösung. Mhm. Ja, das heißt, so ein Paar könnte ja beschließen, ja, also erstmal müssen es beide einverstanden sein und dann sich einen Rahmen schaffen. Also ich habe tatsächlich mit meiner früheren Freundin, haben wir dann immer Sunday Talking, haben wir das genannt, immer am Sonntag haben wir uns Frühstück und dann 2 Stunden Zeit genommen. Man konnte über alles reden, einfach alles, auch Traurigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Letztlich ist wahrscheinlich die Entwicklung so, dass man es dann irgendwann immer kann, jederzeit mit seinem Partner. Einfach diese offene, ehrliche, liebevolle Austausch. Genau. Und sagen, ich brauche jetzt Ruhe oder mir geht es so und so. Ja, eigentlich normal. Fühlt sich dann normal an. Ja, wenn man begriffen hat, also wenn man erfahren hat, dass das, was in mir ist, keine Gefahr darstellt. Weder für mich, noch für den anderen, noch für die Beziehung. Ja. Und als Kind war das ja eine Gefahr. Da war dieser Raum gefährlich oder sogar lebensgefährlich. Deswegen musste ich den ja sozusagen abspalten. Mhm. Ne? Und jetzt als Erwachsene kann ich das aber mitteilen. Ein Erwachsenes gegenüber wird nicht instabil, wenn ich sage, ich bin gerade wütend auf dich, zum Beispiel. Ne? Ja. Und jetzt trotzdem nicht so einen Ausweg suchen. Jetzt denke ich auch wieder an diese individuell spirituellen, psychologischen, an sich selbst Arbeiter. Also nicht üben, dass ich selber meine Gefühle aufschreibe und mir selber erzählen kann. Und dann kann ich erst zum anderen, sondern lieber sofort mit dem anderen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Das ist ganz gruselig. Das ist wirklich dieses erst selber alles lösen müssen. Das bringt die Menschen völlig vom Weg ab, weil es die Idee zementiert, dass wir Inseln sind, die unabhängig sind und unabhängig irgendwas mit sich machen können. Nein, wir sind Säugetiere, wir können nur in der Gemeinsamkeit leben und Gemeinsamkeit heißt wirklich austauschen und es gibt keine Voraussetzung dafür, dass ich in einen Austausch treten kann. Ich kann mit allem, wie das jetzt hier ist, völlig dissoziiert, völlig instabil, egal was, mit dem, was da ist, kann ich in einen Austausch gehen und das führt sofort zu einer Erleichterung. Es geht so weit, wie Menschen, die schwer traumatisiert sind, die haben gar nicht mehr das Gefühl, dass die existieren. Mhm. Ja, die wissen nicht mehr, ob die überhaupt existieren. Mhm. Und damit kann ich in Kontakt treten. Zum Beispiel, ich habe jetzt das Gefühl, mich gibt es gar nicht. Das kann ich mitteilen. Ja. Ich muss nicht irgendwas verändern, um dann in den Kontakt zu treten, sondern die Lösung ist der Kontakt, egal was hier ist, egal wie destruktiv, egal wie dissoziiert, ne? Der Kontakt ist die Lösung. Und alleine, das geht erst ab einem bestimmten Grad von Stabilität, kann ich dann alleine auch Dinge integrieren, aber das ist ja nicht wirklich alleine, weil ich habe im System die ganzen Bindungen drin, auch wenn die jetzt physisch nicht da sind. Ne? Ja. Und ich denke ständig auch an all die Leute, wo irgendwas los war. Zum Beispiel. Schön. Das ist sehr rund und ein wunderschöner erster Schluss für unser Gespräch. Ich danke dir sehr, Gopal. Sehr spannend, sehr hilfreich. Wunderbar. Ja, Bindung ist die Lösung. Alles Liebe. Bis bald.